selber eine Pflanze aus Küchenabfällen ziehen, das macht total Spaß. Das habe ich schon ganz früh als Kind gemacht und dann als Student. Und immer wieder ist es die Avocado, die einen dazu reizt, ich kann sie einfach auch nicht wegschmeißen, die Kerne, sie einzupflanzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um einen Avocadokern zum Keimen zu bringen. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber zwei sind so ganz populär. Und ich verrate euch heute, welche meine Favoritenmethode ist. Ja, die Avocado ist einfach ein schöner Baum, muss man sagen. Es ist ein richtiger, schnell wachsender, gerade hochwachsender tropischer Baum, der im Zimmer eigentlich immer auch eine gute Figur macht als Zimmerpflanze. Die hier ist jetzt auch richtig schön gesund mit dunkelgrünen Blättern. Zur Pflege kommt gleich noch was. Aber wir gucken uns jetzt erstmal an, wie man eigentlich aus einem Kern eine neue Avocado zieht. Also wenn man die Avocado hat, dann nimmt man den Kern heraus, trennt den vom Fruchtfleisch und macht den auch sauber. Also dieses klebrige, glibbrige Fruchtfleisch soll möglichst ganz weg sein. Man kann ihn auch unter dem Wasserhahn einmal abspülen und dann mit dem Tuch abreiben. Dann ist er trocken. Und dann ist die klassische Methode, oder eine der klassischen Methoden, so mit angespitzten Streichhölzern oder etwa Zahnstochern hineinzupieksen und den dann so schweben zu lassen in einem Wasserglas. So etwa. Das stellt man dann auf die sehr helle Fensterbank in der Küche oder im Wohnzimmer, gerne bei über 20 Grad. Und dann dauert das ein paar Wochen. Der Kern spaltet sich auf, der quillt auf, der spaltet sich. Zellwachstum geht los, unten kommt die Wurzel raus, sehr schlank und lang, Tiefwurzeln. Und nach oben kommt dann halt der, jetzt habe ich gewackelt, der Spross raus. Aber das ist nicht meine Lieblingsmethode mit dem Wasserglas, weil nachher muss man ja umtopfen und die Wurzel ist brüchig und auch der oben, der Spross ist empfindlich, wie bei allen Keimlingen. Also meine Methode ist folgende. Ich nehme auf jeden Fall direkt Erde. Und zwar, man nimmt sich einen Topf. Ich nehme gerne dafür Tontöpfe. Die haben bessere Atmungsaktivität. An die Wurzeln kommt einfach mehr Sauerstoff ran. Ich nehme gerne so eine Kübelpflanzenerde, die dann so eine gewisse Grundfeuchtigkeit hat. Also Grundfeuchtigkeit ist wichtig. Wir müssen jetzt richtig schöne, feuchte Erde haben. Und dann kommt die in den Topf. Ja, die kann eigentlich noch was feuchter sein. Ich nehme jetzt einfach mal hier von dem Wasserglas schon mal eine Portion, damit die einmal so grundsätzlich gequollen ist. Ja, das gefällt mir besser. Und jetzt kommt unser Kern da einfach rein und ich mache den immer so zwei Drittel. Zwei Drittel stopfen wir ihn da rein. Jetzt ist wichtig, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, damit der oberflächlich nicht austrocknet. Ich mache das dann immer mit einer Tüte, die drüber gestülpt wird. Das ist dann so ein Gefrierbeutel. Allerdings schon mit zwei offenen Ecken hier, damit Luftzirkulation möglich ist. Und so kommt die ganze Geschichte auf die Fensterbank. Das ist so eine Art Mini-Gewächshaus. Könnt ihr hier noch so ein Gummi drum machen, damit das noch kompakter ist. Die Luftzirkulation ist deshalb wichtig, weil das sonst anfängt zu schimmeln. Ja, und ab und zu immer mal wieder gucken, ob die Erde auch wirklich noch feucht ist. Im Zweifelsfall muss man einfach da ein bisschen Wasser nachliefern. Und dann dauert das 3 Wochen, manchmal 4 Wochen, helle Fensterbank, über 20 Grad und die ganze Sache keimt. Das sieht dann so aus. Also hier haben wir jetzt eine junge Avocado. Der Kern spaltet sich und hier oben kommt der Keimling raus. Ist jetzt schon so ein bisschen älter als 3 Wochen. Wird jetzt so 6 Wochen alt sein. Hat hier jetzt schon 5, 6 Blätter gemacht und wird jetzt ordentlich durchstarten. Das ist typisch bei tropischen Bäumen. Die wollen nach oben, die wollen an die Sonne zwischen den anderen Bäumen durch. Also die werden immer erstmal sehr lang und machen einen schlanken Trieb nach oben. Und bei guter Pflege, das heißt in der Wohnung bei im Sommer 20
Grad, im Winter gerne ein bisschen kälter, 15 Grad. Relativ hell und guter Nährstoffversorgung, entwickelt sich eine schöne Pflanze, muss man ehrlich sagen. So eine Avocado ist eine hübsche Zimmerpflanze, die, wenn die Luft in der Wohnung auch nicht zu trocken ist, auch wunderbar ausgebildete Blätter hat, ohne dass es braune Spitzen gibt. Wenn das anfängt, ist meistens die Luft zu trocken in der Wohnung. Ja, so kann man sie eigentlich ganz gut ziehen, über Jahre, muss man wirklich sagen. Wenn sie dann irgendwann so eine Höhe erreicht hat, dann kann man sie auch kappen. Also ich könnte sie jetzt auch hier diesen neuen Austrieb wegkappen und dann seht ihr schon in den Achseln der alten Blätter sind Knospen, die dann austreiben würden. Also dann würde auch eine Verzweigung stattfinden. Man kann sie also schlank, so baumartig oder eher so ein bisschen buschig erziehen. Jetzt habe ich gesagt, im Winter 10 bis 15 Grad. Und dann auch weniger gießen. Das ist so eine gewisse Ruhephase, die die Pflanze dann braucht. Ich habe aber ausprobiert mit dieser hier, die einfach mal ja, eigentlich knapp über 0 Grad im Gewächshaus zu lassen. Also es war wirklich 0 bis 5 Grad. Das geht offensichtlich auch. Also jetzt sehen wir aber hier, der Austrieb fängt an. Also die will auch wieder loslegen. Aber die Blätter, sehen wir erstmal, sind kleiner als bei der Zimmerpflanze hier. Ich mache mal zum Vergleich. Die sind beide gleichzeitig letztes Jahr eingepflanzt worden. Eine draußen im Gewächshaus, eine drinnen in der Wohnung. Die sind viel größer, die Blätter. Es war dunkler, da machen Pflanzen größere Blätter. Aber die hatte viel bessere Erde. Ist auch viel grüner, dunkelgrüner, mehr Nährstoffe. Hier heller, offensichtlich Nährstoffmangel. Und durch die Kälte im Winter bestimmt auch so ein bisschen Stoffwechsel sehr runtergefahren. Also die bräuchte jetzt auch dringend eine neue Portion Erde. Der Topf ist zwar noch groß genug, aber was mir nicht gefällt ist, hier unten kommt schon die Wurzel raus und man sieht, der Topf ist eigentlich nicht, nicht tief genug. Solche Tropenbäume, die machen gerne so lange Pfahlwurzeln. Wir werden die jetzt also umtopfen bzw. austopfen und wieder eintopfen. Ich werde einfach nur einen anderen Topf nehmen. So, da ist unser Topf. Dann werde ich die alte Erde mal hier rein fummeln. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Ah ja, jetzt löst sie sich. Ja. Und da entdecke ich auch gerade Schädlinge. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ganz viele weiße Wurzelspitzen, das gefällt mir gut. Gerade hier die alte Drainage, da ist noch eine Tondrainage. Die muss natürlich runter. Und jetzt machen wir Folgendes, wir haken vorsichtig diese nährstoffarme, sandige Erde weg und werden gleich frische Erde dazugeben. Ah, da hatte ich damals viel Sand dazugegeben. Das ist natürlich auch nicht so besonders nahrhaft. Den Wurzelfilz werden wir so ein bisschen lösen. So. Und man muss das jetzt nicht komplett wieder so zusammen falten und in den neuen Topf reintun, sondern man kann auch Wurzeln durchaus schneiden. Ne? Das darf man machen. Also auch unterirdisch in der Erde gibt's einen, ist es eine Anregung, wenn man dann Wurzeln kürzt beim Umtopfen, weil dann Seitenwurzeln gebildet werden. Man muss da so ein bisschen so ein Gefühl für entwickeln, dass man sie nicht ganz kappt. Es müssen noch genügend weiße Spitzen da sein. Okay, die legen wir mal ab. Die soll ja neue Erde kriegen. Jetzt, so ein Topf braucht unten auf jeden Fall eine Drainage. Ja, das sind bei mir immer Reste von anderen Töpfen. Ein paar Tonscherben. Einerseits soll die Erde nicht durch die Löcher fallen. Andererseits entsteht so unten auch so ein bisschen Luft zwischen den Wurzeln. Und jetzt habe ich hier die Mischung für die neue Erde. Und zwar ist das doch ein Anteil Lehm. Ich habe mir jetzt wirklich Lehm hier aus meinem Garten, einfach Lehmboden geholt.
Leben kann viel besser Nährstoffe auch adsorbieren, festhalten und an die Wurzeln abgeben. Die alte Mischung hatte zu viel Sand. Und das ist die Kübelpflanzenerde, die auch immer noch ein paar Steinchen mit drin hat. Das sind so kleine Lavasteine. Die machen die Erde strukturstabil, sodass die nicht so sehr schrumpft. Dadurch ist Kübelpflanzenerde auch immer teurer als andere Erde. Und hier habe ich organischen Dünger, also ein Volldünger, ein organischer Dünger. Einfach so, na, ja, 3 Esslöffel. Die kommen dazu. Die ganze Mischung wird zusammengemischt. Dann haben wir mit dem organischen Dünger auch schon mal wirklich jetzt eine reichhaltige Erde, um dieses Nährstoffproblem da zu bekämpfen. Es dauert dann immer, bis die Nährstoffe umgesetzt werden, weil organische Dünger, die werden erst Schritt für Schritt von den Mikroorganismen, von den Bakterien, Pilzen etc. In der Erde umgesetzt und dann deren Abfallprodukte, die liefern dann Stickstoff, Phosphor, Kalium, alles, was die Pflanze braucht. Okay. Und jetzt ganz wichtig, ausgiebig angießen, denn einmal müssen sich alle Erdpartikel und alle kleinen Lufträume eng an die Wurzeln anschmiegen, damit dann auch wieder der Wasserkontakt da ist und die Nährstoffe aufgenommen werden können. Danach wird nicht mehr so üppig gegossen, aber am Anfang immer einmal gut angießen bei den Umtopfaktionen der Avocado. Hier sieht man noch ein paar Blattschäden. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann entfernen. Okay, das waren unsere Avocado-Tipps. Und wie gesagt, ich mag es immer wieder gerne. Jeder Avocado-Kern, den ich habe, denke ich immer, den muss man eigentlich einpflanzen. Da kommen ganz tolle Zimmerpflanzen bei raus. Zum Schluss vielleicht die Frage, kann man irgendwann Avocados ernten von diesen selbstgezogenen Pflanzen? Das ist schwierig. Also so eine Avocado wächst erst mal 10 Jahre, bevor sie zum ersten Mal blüht. Dafür braucht sie auch richtig viel Licht, um zu blühen. Also man bräuchte eigentlich einen Wintergarten dafür. Okay, dann blüht sie. Trotzdem macht sie keine Früchte, weil man braucht eine zweite Avocado-Pflanze. Oder am besten gleich mehrere. Denn sie können sich nicht selber bestäuben. Sie haben zwar zwittrige Blüten, aber der Rhythmus der männlichen und weiblichen Anteile in der Blüte ist so nacheinander geschaltet, sodass sie sich nicht selbst bestäubt. Klar, ist ein Schutz vor Inzucht. Also man braucht mehrere Avocados. Aber dann müsste man mit dem Pinsel rumgehen und dann den Pollen übertragen. Dann könnte man vielleicht sogar hier Avocados ernten. Ich weiß nicht, ob es schon jemand geschafft hat. Wenn es einer von euch ist, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, hier gibt es noch ganz viele andere Gartenvideos in unserem Kanal, den ihr da abonnieren könnt. Und hier unten gibt es die Gardify-App mit über 5000 Pflanzen, allen Pflegehinweisen. Die Avocado ist auch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr euch da anmeldet oder euch die kostenlos runterladet und dann könnt ihr mir auch schreiben unter der Rubrik Pflanzendoktor. Tschüss, bis dahin.